Letzte Woche habe ich meinen Schlüssel verloren und damit meine Freundin und mich ausgesperrt. Ein paar Minuten später ist der Schlüsseldienst aufgekreuzt, hat innerhalb von 10 Sekunden die Tür aufgemacht und 180 Euro dafür eingesackt. In diesem Moment ging mir 1:1 durch den Kopf. Was? Das kann doch jeder. Und dafür nimmt er knapp 200 Euro. Ha, nicht mit mir. Heute lerne ich nämlich Schlösser knacken. In diesem Video werden wir herausfinden, wie schnell man dicke Vorhängeschlösser, Fahrradschlösser und sogar Haustüren öffnen kann. Und das ganz ohne Schlüssel, sondern mit Dietrichen, wie man es bei Skyrim kennt. Und ich finde heraus, ob man Schlösser jetzt wirklich mit einer Büroklammer öffnen kann, wie man es aus den Filmen kennt. Dieses Video wird unterstützt von Dashlane. Der Schlüsseldienst hat einfach so eine spezielle Karte genommen und die hier durchgezogen. In der Theorie funktioniert das so. Die möglichst reißfeste und dünne Karte wird durch den Türschlitz gezogen und gerüttelt. Mit etwas Fingerspitzengefühl drückt sie dadurch die sogenannte Türfalle zurück und gibt die Tür zum Öffnen frei. Ob das in der Praxis jetzt auch so leicht ist, das finden wir jetzt raus. Okay, bin schon mal da drin. Ganz so leicht, wie es aussah, ist es dann doch nicht. Oh mein Gott! Alter! Okay. Ey. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll oder ob ich verdammt viel Angst haben sollte. Wenn du also, wie zugegeben viele andere, die Haustür hinter dir nicht extra zusperrst, kann sie jeder ganz einfach mit so einer Karte oder sogar einer zerschnittenen Plastikflasche öffnen. Wird das Schloss allerdings verriegelt, ist man zumindest davor sicher. Dann müsste das Schloss nämlich entweder mit Gewalt zerstört oder mit viel Feingefühl und einem Dietrich geknackt werden. Und das probiere ich jetzt mit einem 19 Euro Dietrich-Set. Komplett ohne irgendeine Ahnung, was ich da eigentlich mache. Los geht's, wir starten hier mit diesem eher simpleren Schloss, nehme ich mal an. Sieht ziemlich faszinierend aus, wie hier diese einzelnen Dinge, wie sie auch immer heißen, nach unten gedrückt werden und dann erst umgedreht werden können. Ich habe noch gar keinen Plan, ich nehme einfach mal an, dass ich jetzt irgendwie versuchen muss, diese einzelnen Pins nach unten zu drücken, sodass die alle richtig angeordnet sind und man das öffnen kann. Muss ich hier mehrere davon verwenden? Also die beiden zusammen ergeben so ungefähr die gleiche Form vom Schlüssel, aber ich habe keinen Plan, ob das jetzt klappt, wenn ich die einfach irgendwie da so reinfummel. Okay, ich hatte wirklich eine komplett falsche Vorstellung, wie das hier alles eigentlich funktioniert. Also ich mache es normalerweise so, also hier mit halt Druck aufbauen, in die Richtung, wo du halt dann drehen willst am Ende. Als erstes, was du machen würdest, wäre halt, dass du fühlst, okay, wie viele Pins habe ich denn überhaupt? 1, 2, 3 und jetzt spürst du schon dann, also jetzt ist der drin so. Und das hat jetzt schon gereicht bei dem. Null. Dann ist es offen. Okay, nochmal langsam. Um zu wissen, wie das genau geht, muss man verstehen, wie ein Schloss funktioniert. Das Ziel ist es nämlich hier, den frei beweglichen Zylinderkern zu drehen und dadurch das Schloss zu öffnen. Das wird normal jedoch von diesen Stiften verhindert. Jeweils hat man oben einen Aufbaustift, der von der Feder in den Zylinderkern gedrückt wird und darunter den sogenannten Kernstift, welcher separat ist und sich im Zylinderkern befindet. Wird nun ein passender Schlüssel eingeführt, schieben seine verschiedenen hohen Verzahnungen die Kernstifte und dadurch auch die Aufbaustifte genau in die richtige Position, damit sich der Kern drehen kann und das Schloss geht auf. Der Aufbaustift muss also aus dem Zylinderkern geschoben werden, ohne dass der Kernstift zu weit nach außen geschoben wird, weil dieser dann ebenfalls die Drehung blockieren würde. Um die Drehung eines Schlüssels zu simulieren, setzt man also einen Hebel an und drückt ihn in Drehrichtung. Um die Verzahnung des Schlüssels zu simulieren, kann man mit verschiedenen Dietrichen die Stifte nach unten drücken und dadurch, dass man mit dem Hebel immer leicht in Drehrichtung drückt, klemmen die Stifte dann in der richtigen Position fest. Nachdem alle Stifte nacheinander in die richtige Position gebracht wurden, ist das Schloss geknackt. Also das klang ja jetzt leicht. Das ging ja leicht. Ich übe jetzt einfach nochmal weiter und probiere das Ding mal blind zu knacken. Okay, der Hebel kommt rein, das ganze Ding wird einmal hier so umgedreht. Ohne zu sehen, taste ich nur mit meinem Werkzeug die Mechanik ab und drücke alle Pins an ihren Platz. Krass, das ist echt heftig. Ich laufe jetzt mal zum Baumarkt, hole mir so ein Vorhängeschloss, wo ich nicht theoretisch durchsehen kann. Ich bin mir auch nicht ganz so sicher. Irgendwie glaube ich nicht ganz, dass eins, das man kaufen kann, das nicht zum Üben da ist, auch so leicht zu knacken ist. Aber wir werden sehen.
So, wir waren beim Baumarkt und haben jedes Schloss gekauft. Zwei Türschlösser unterschiedlicher Stärke, einmal 3, einmal 6. Und dann hier nochmal ganz besonders Schlösser von den Sicherheitsstufen 2 bis 6. Und wir schauen einfach mal, wie weit ich komme, weil das hier ist schon richtig heftig. Wir fangen an mit der Nummer 2. Dieser Moment, wenn das Schloss sicherer verpackt ist, als das Schloss selber ist dann. Das könnte schon mal schwieriger sein, weil das Schloss hier ein bisschen kleiner ist. Let's go. Kann ich wirklich mit nur circa einer Stunde Übung bereits ein handelsübliches Vorhängeschloss knacken? Mit Werkzeug, das jeder mal eben für einen Zwanni kaufen kann. Wenn ihr das auch mal probieren wollt, habe ich euch dieses Set in der Videobeschreibung verlinkt. Krass. Das ging echt überraschend schnell. Also wenn ihr so ein Ding kauft, dann ist es ja nicht mal vor so einem Anfänger wie mir sicher. Das ist heftig. Stufe 2 habe ich geschafft. Wir gehen weiter zu Stufe 3. Gleiche Herangehensweise. Der Kollege wird hier rüber gedreht. Ja, geht ganz gut. Ich kann nicht genau sagen, wie viele Pins das hier sind. Nee, ich kann die nicht zählen. Wirklich nicht. Aber muss ich ja nicht, vielleicht um es zu knacken. Jetzt habe ich ihn. Okay, der erste ist drin. Ah, jetzt wieder raus. So ein Sack. Warte, ich probiere mal einen anderen Hebel hierfür. Ja, das wird gut. Der erste ist drin. Profis zählen die einzelnen Pins bzw. Stifte und merken sich, welche sie auf welche Art bearbeiten müssen. Für das genaue Zählen fehlt mir aber noch das Feingefühl. Okay, ich komme hier gerade nicht voran. Probieren wir hier das andere Werkzeug aus, vielleicht ist das hier ein bisschen stärker. Oh, meine Finger verkrampfen so hart. Ne. Erster Versuch wurde schon mal nix. Versuch Nummer 2. Ich nehme dafür mal den ganz kleinen Hebel. Erster ist drin. Das ist schon schwierig. Aha! Stufe 3 habe ich auch gepackt. Hier war es ein bisschen schwieriger. Sowas macht, finde ich, echt einen guten Eindruck. Also ich hätte mir vor diesem Video das Ding hier irgendwo rangehangen und hätte gedacht, das ist sicher. Aber ist es nicht. Dieses Set, mit dem ich hier angefangen habe, das habe ich ja von Sebastian ausgeliehen. Aber dieses Set hier, das jetzt gerade eben angekommen ist, habe ich gestern Nacht auf Amazon bestellt. Also schon ein bisschen leicht zugänglich, die Kunst des Schlösserknackens. Fragt nicht, wieso Sebastian, mein Manager, Schlösserknacken kann. Also Sicherheitsstufe 4, auf geht's. Ich habe hier ein gutes Gefühl. Ich krieg's nicht hin. Okay, nochmal eins am anderen. Der ist schon eine Nummer schwieriger, du. Aber nicht nur die Schlösser werden von Mal zu Mal immer besser, sondern auch meine Fähigkeiten. Ah, jetzt war ja voll easy. Nice, ich hab's nochmal probiert, jetzt ging es mega easy. Nummer 4 ist auch geknackt. Weiter geht's und jetzt bin ich richtig gespannt mit Sicherheitsstufe 5. Dieser fette Oschi, der hat einige Pins. Ich würde glauben, mindestens 5 oder 6. Ja, oh mein Gott, ich hab's geschafft. Haha, okay, auch diesen fetten Oschi, auch wenn es 20 Minuten gedauert hat, das ist auf jeden Fall ordentlich. Doch dieses Schloss ist zu eng gebaut und deswegen um Längen schwieriger. Ich habe kaum Bewegungsfreiraum, um meine Dietriche richtig zu positionieren und deswegen... Okay, ich geb's auf. Aber 4 der 5 handelsüblichen Schlösser konnte ich knacken. Und dabei bin ich kein Naturtalent. Ich gebe Sophie einen 10-minütigen Crashkurs und... Ha! Nice! Und nicht nur das Übungsschloss, sondern auch das Stufe 2 Schloss aus dem Baumarkt ist... Das habe ich viel leichter aufgekriegt. Ich bin jetzt ein Pro. Geht's einbrechen, Schiff? Nicht sicher vor ihr. Apropos einbrechen, jetzt wird's ernst. Der Versuch an unserer eigenen Wohnungstür. Also wenn ich da jetzt reinkomme, dann kann ich nachts wirklich nicht mehr ruhig schlafen. Oh nee, der erste ist wieder hoch. Jetzt versuch mal das deinen Nachbarn zu erklären. We'll be right back.
Also zumindest von mir ist es sicher. Diesmal komme ich nur mit dem Schlüssel wieder in die Wohnung. Aber es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Vielleicht sollte ich es zuerst mit einem schwächeren Türschloss für 9 Euro aus dem Baumarkt versuchen. Ich hab's hier in so einem Schraubstock, damit das halt genauso fest ist wie eine Haustür eben auch. Und hier ist es halt krass, weil wenn ich das jetzt knack, dann könnte ich nicht nur irgendwie ein Fahrrad klauen oder mal irgendwie eine abgesperrte Baustelle aufknacken, sondern sogar wirklich in eine Wohnung anbrechen. Der erste ging ziemlich easy. Aber hier muss man so richtig eklig um diese Ecke biegen. Ich würde schon sagen, je mehr Pins, desto schwieriger. Weil je weiter hinten die sind, desto weniger Bewegungsfreiraum hat man hier. Ha, okay, mehr Licht. Ich krieg's nicht hin. Ich war so nah. Das mit den Haustürschlössern wird nichts, aber zum Glück, oder leider, ist das nicht die einzige Möglichkeit, wie man in ein Haus einbrechen kann. Denn obwohl ein Profi bestimmt auch ein Haustürschloss mit Dietrichen knacken könnte, 80% aller Einbrüche geschehen nicht mit dieser Methode und auch nicht mit unserem Kartentrick, sondern durch Aufhebeln oder Aufbrechen. Aber so weit werde ich jetzt nicht gehen, um für dieses Experiment eine Tür zu öffnen. Nichtsdestotrotz kann ich jetzt die Mehrheit dieser Vorhängeschlösser knacken. Und das ist schon echt ein richtig cooles Gefühl. Ich sehe draußen die ganze Zeit diese Schlösser an Baustellen, Fahrrädern und sonst wo. Und ich frage mich einfach, würde ich das Schloss jetzt knacken können? Aber ich glaube, das ist ziemlich illegal und deswegen bleibe ich lieber bei denen hier. Denkt ihr, das funktioniert einfach mit einer Büroklammer? Ich probiere mal den ersten Pin runterzudrücken. Yo, ich habe einfach dieses Schloss jetzt mit zwei Büroklammern geöffnet. Scheinbar kann man einfach ein Schloss wirklich mit Büroklammern öffnen. Genau wie Schlösser können natürlich auch eure Passwörter geknackt werden. Die beste Methode, das zu verhindern, ist es, auf jeder Seite ein anderes Passwort mit möglichst vielen Stellen, Klein- und Großbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen zu verwenden. Merken kann sich das dann leider keiner. Hier kommt Dashlane, unser heutiger Sponsor, ins Spiel. Dashlane ist eine App für Handy und PC, die nicht nur eure Passwörter sicher verwahrt, sondern diese auch automatisch bei Websites zum Login anträgt. Geht zu dashlane.com/tomory und erhalte Dashlane auf deinem ersten Gerät kostenlos. Und die ersten 100 von euch erhalten 25% Rabatt auf den Premium-Service mit dem Code TOMARY. Folgt mir gerne auf Instagram, wenn ihr wissen wollt, welches Experiment als nächstes kommt und in meinen Stories schon kleine Ausschnitte daraus sehen möchtet. Schaut gerne auch bei meinem Zweitkanal vorbei, wo ich aktuell jeden zweiten Tag coole Videos poste. Und wenn ihr mich auf dieser Reise begleiten möchtet, dann abonniert gerne diesen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!